Beide am Start. Alter, was ist denn? Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Heute wird wieder gefüttert und was sich mir da dargeboten hat, hat mir fast die Sprache verschlagen. Was ich meine, nach dem Intro. Die Frau Grosser ran. Die hat eigentlich immer Hunger. Wenn der Wurm sich bewegen würde ein bisschen. Ja, werfen wir es ihr mal vor die Nase. Wie sieht es denn aus? Die hat sich da auch so ein bisschen in die Ecke reingefriemelt. Ja, so ein bisschen reingedrückt. Gute Frau. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wollen Sie ja nicht fressen. Und wenn ja, warum? Ist bei Ihnen jetzt Fresspause angesagt, ja? Ja, wir lassen es einfach drin. Und dann werden wir sehen. Ach, guck an. Guck an. Klappt ja doch. Ist einfach noch ein bisschen zu früh. Ja, ich weiß. Ist dir zu früh. Habe ich dir viel zu früh Futter gegeben. Uhrzeitmäßig ist das wieder zu früh für dich, ja? Aber ist auch ganz ruhig, ganz gechillt, ne? So muss es sein. Drehen möchte ich nicht noch, ne? Nö, will sich nicht zeigen. Na gut. Aber weiter. Ja, vielleicht haben wir heute Glück mit der Xenestis Imanis. Die merkt eigentlich recht viel. Vielleicht haben wir Glück. Dann sehen wir sie noch ein bisschen. Die war auch eben draußen, aber ja, ne, wenn man aufmacht, dann ist die ganz schnell wieder weg. Traurig, aber so ist das leider mit ihr. Ich glaube, da ist auch ein Füßchen. Ne, so ein bisschen ein Füßchen zu sehen. Ich hätte sie gern nochmal gesehen. Na gut. Aha. Aha. Hallo, du Schönheit. Guckt euch die Beinchen an, ne? Richtig samtig, pelzig. Tiefschwarz. Echt Wahnsinn, oder? Wahnsinn, das Tier. Und auch schön, dass sie noch rausgekommen ist. Und jetzt doch da sitzt, was wir uns angucken können. Genießt den Anblick. So häufig gibt's das nicht. Die ist leider sehr, sehr versteckt mittlerweile. Aber, wie ihr seht, ab und zu kann man sie wohl doch nochmal rauslocken. Ab und zu lässt sie sich überreden. Feines Tierchen. Ja, wir werden auch nicht mehr zu Gesicht bekommen, denke ich. Sie guckt uns jetzt auch geschmeidig an. Ja, ja. Hallo. Wie geht's Ihnen? Hoffe gut. Ja, echt ein hübsches Tier. Wahnsinn. Weiter geht's. Mit ein ganz klein bisschen Glück kriegen wir auch die Ephebopus morinus noch zu Gesicht. Uha. So weit sollte das jetzt gar nicht wegfallen. Na komm. Also sie sitzt doch auf Anschlag. Juhu. Hallöchen. Jetzt nicht viel bewegen. Vorsichtig sein. Und dann können wir sie uns noch ein bisschen angucken, bevor sie gleich wieder wegrennt. Wie es immer so ist. Oh, aber die ist gerade gnädig. Ja, was machst du da? Ja, die geht halt auch wirklich hart ab auf viel Bewegung. Ne? Da steht die total drauf. Bei der darf ich den Wurm tatsächlich nicht einmal kurz anknacksen. Das mache ich halt bei den meisten, dass sie nicht unter der Erde verschwinden.
Aber da hier ja die Erde ihr Revier ist und das alles wirklich zugesponnen ist, ihr seht es ja, massiv zugesponnen, kriegt die das natürlich mit, wenn da irgendwas rumkräuselt. Und dann schnappt sie sich das. Aber sie sieht echt hübsch aus. Ich würde gerne näher ran, aber ich weiß genau so, ich würde euch gerne die Füßchen ein bisschen genauer zeigen. Weil ich finde das halt so cool, diese Übergänge, ne? Seht ihr das? Einmal dieses krasse Muster, was sie da drauf hat. Die Jute mit ihrem Skelettmuster. Und dann diese Plüschfüßchen, die dann da kommen, ne? Irre. Einfach irre. Riesenfan von den Tieren, ne? Sind zwar immer unter der Erde, ne? Also nicht immer, wie ihr seht. Aber schon Wahnsinn. Krass, was die Natur sich so gedacht hat, was man so für Farben verteilt und für Muster verteilt für Tiere, die unter der Erde rumleben, ne? Also die sich hauptsächlich unter der Erde bewegen. Super spannend. Also finde ich, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas auch spannend findet, aber ich finde das super interessant. Und sie ist ja nun jetzt auch nicht das Farbspektakel. Aber wir sehen ihr Labium. Könnt ihr es sehen? Genau zwischen den Fängen, da ist so ein weißer Punkt oben. Ist immer schön, wenn man das sehen kann. Das muss ich gerade mal selber gucken, aber ja, es haut hin. Das ist das Labium. Kann man jetzt ganz gut sehen, ne? Es leuchtet auch so ein bisschen. Ja, und da wird dann der Brei rein verflüssigt, damit sie das trinken kann. Ne? Da soll es dann hin. Und guck mal ihre Augen, wie sie uns auch anguckt. Ist mir gerade erst aufgefallen. Und sie so, Mann, was ist denn hier los? Was beäugst du mich so genau? Tolle Tiere, oder? Ist halt immer so, ich muss in den Fokus immer alle Stellen genau abgehen, damit der Fokus das auch wiederfindet, was ich haben will. Weil die Füßchen, ich finde die Füßchen so faszinierend, ne? Von den Tieren. Die sind halt echt krass. Da ist auch so ein Muster noch drauf, ne? Wie so ein Blitz. Sieht man da so, wo der letzte weiße Strich aufhört. Ach so, doch, also, ne, wir machen mal weiter. Ich quatsch mich hier gerade fest. Aber toll ist trotzdem, ne, tolles Tier. Freue mich, wenn ich sie sehen kann. Lauf doch nicht weg, ich habe die Kamera gerade erst angemacht. Nein! Ja, die Pterinochilus murinus. Beide am Start. Alter, was ist denn? Oh Gott. Wir gucken erstmal noch ein bisschen hier hin. Genießen die Pterinochilus murinus. Okay, gut, wir gucken einfach mal. Alter! Was ist denn hier los? Seid ihr schon so weit? What? Bitte was? Ich nehme die mal zum Tisch. Ja, ich habe jetzt hier jetzt nicht unbedingt viel Platz, weil ich hier noch ein bisschen was zu tun hatte eigentlich. Auf dem Tisch. Aber, what? Übrigens, schwarzer Untergrund. Ne? Haben wir hingekriegt. Holy shit. Was zum Teufel ist denn hier los? What? Ja, die Lasio cyanosazimae, die Slinks sind scheinbar unterwegs. Ey du, piek piek. Oi, 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 die Mutti sitzt mit drin. Alter, du kriegst die Tür nicht zu. Boah. Also jetzt stellt sich mir halt die Frage, ob die fertig sind. Ich würde fast sagen, die sehen ziemlich fertig aus. Da ist nichts Gelbes mehr unten drunter. Versuche mit dem Finger so ein bisschen den Fokus zu setzen, aber auch das funktioniert nicht. Alter. Wie krass ist das denn?
Es tut mir leid, dass wir gerade von dem Pterinochilus murinus so schnell weg sind. Aber das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute... Was denn hier? Beim Wassernapf. Alles wuselt. What? Ja, läuft bei euch, oder? Ich kann nicht mehr. Guckt euch das an. Die wandern da ganz gemütlich rum. Als wäre es das Normalste der Welt. Boah! Also Leute, ihr wart doch erst doch im Kokon. Was ist denn jetzt passiert? Weil ich hier gesprüht habe oder was? Oi. Ja, alles klar. Wissen wir Bescheid. Aber... Gott. Alles klar. Irre. Weiter. Holy crap. Wow. Ja, und hier benutzen wir nochmal unseren coolen Mechanismus. Zick. Fest. Ja, das Zick fandst du nicht so toll. Oh, dann knall ich da auch noch gegen. Na komm. Du alte Chromatopelma cyanopubescens. Attacke. Nom. Ja, das Klicken von dem Spaß hier, den fandst du nicht so toll. Das hat sie jetzt doch irritiert. Ist auch schnurstracks weggerannt. Na gut, also die ist jetzt auf jeden Fall erstmal gestresst. Die will nicht. Schade. Aber dafür konnten wir sie uns nochmal angucken. Oder vielleicht doch. Immer wenn ich sage, es wird nichts, dann wird es doch was. So funktioniert das hier. Erst sagen, hey, das wird nichts und dann klappt es doch. Ne? Das habt ihr gut drauf. Alles trainiert. Auch ein super tolles Tier. Riesenfan. Friss bitte den nächsten Kerl nicht. Wäre schön. Aber der muss erstmal so weit sein. Der ist noch nicht adult. Nur meine Kleine. Weiter geht's. Und zum Schluss haben wir dann noch die Brachypelma auratum. Auch ein sehr zuverlässiger Fresser. Stimmt's? Jop. Toll, Beinchen. Guten Hunger, meine Kleine. Holla die Waldfee. Sehr präsent, zeigt sich so schön. Traue mich immer nicht zu atmen. Je mehr ich atme, desto höher das Risiko, dass ich sie anpuste dabei und dass sie wegrennt. Aber, nö. Macht einen guten Job, sagt sie. Tolles Tier, ne? Tolles Tier. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Tolles Tier. Also finde ich. Ja, das war auf jeden Fall mal wieder echt der Wahnsinn. Die Fütterung und die Tiere natürlich auch, aber dieser Sling-Ausbruch hat tatsächlich alles getoppt. Und jetzt kann man sagen, ja, das siehst du doch ständig. Nein, am Tag sieht man das gar nicht. Wenn ich nachts füttere, dann sieht man das. Also ich habe jetzt mal ein bisschen öfter drauf geguckt, also mitten in der Nacht mal reingeschaut. Und dann sind die auch am Krabbeln. Vorher siehst du die nicht. Am Tag sind die nicht zu sehen. Aber kaum gehen hier die Lichter aus, geht's richtig ab. Da werden wir also ordentlich was zu tun haben. Aber dazu dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und in einem anderen Video. Aber nun hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, lass gerne ein Abo da, würde mir extrem weiterhelfen. Und nun gibt es nichts mehr zu sagen, als ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!